was bisher geschah, ziehen. Ja, genau das meine ich nämlich. Erst zieht er die Waffe und steckt sie dann direkt weg. Die Sache wegen dem Raid, ja, die weiß er schon. Kann ja nachgucken. Oh, ich ziehe jetzt direkt die Waffe. Greife nämlich auch direkt ab. So. Ich bin doch nicht sein richtiger Name. Wer weiß den Namen? Wo, oh, der hat ihn jetzt gesagt. Ja, Tarok. Du sprichst unsere Sprache. Tarok schon lange Sklave von Menschen. Tarok gut zuhören. Tarok schlau. Was ist geschehen? Tarok hier gefangen von blauen Soldaten. Plötzlich überall rote Soldaten. Ja. Rote Soldaten töten alles. Tarok hierhin geflohen. Rote. Nerds. Unseres Dankes für deine großen Taten. Ich danke dir. Wir sehen uns. Was hat er uns jetzt für eine Ruhe? Warum gibt er mir Feuersturm, wenn ich kein Magier bin? Ich kann die nicht benutzen. Was stimmt nicht mit dem Boy? Hä? Was ist mit Core Anger? Bevor du rein bist. Core Anger? Was soll ich bei Core Anger? Also Lee und Core Anger haben unterschiedliche Stimmen. Und auch wenn du Wolf meinst, der hat auch eine ganz andere Stimme wie Korn. So. Genau, Saturas wollte ich noch fragen. Oh, ich hätte auch noch ein bisschen stärker trainieren können. Hätte ich auch noch machen können. Diego hat auch wieder eine ganz andere. Also, Diego und Lee hören sich nicht gleich an. Und Core Anger hört sich auch schon wieder ganz anders an. Nein, ich möchte nicht die Robe des Wassermagiers. Sei gegrüßt. Okay, du, dir kann ich auch nichts weiter sagen. Okay. Nein, wir reden eigentlich. Ist das wirklich derselbe Synchronsprecher? Nicht. Kann schon sein. Nein. Ja, du hast aber auch Diego. Ach, die selben Dialoge. Statt Dialoge habe ich Diego gelesen. So, dieselben Dialoge. Ach so. Ja. Ach, komm. Egal. Brauche jetzt keine Stärke. Um und später. Wir müssen jetzt jagen gehen. Ich habe Lust zu jagen. Haben wir eigentlich eine bessere, eine leichte Armbrust können. Stimmt, für Armbrust bräuchte man Geschick. So, Schattenläufer, Troll, Feuerwarane, Sonnenfreie. In der Reihenfolge machen wir das. Wer sich fragt, warum, kann ich das gerne beantworten. Übrigens, ich weiß immer noch nicht, in welchen sehe ich diese verfluchten. Hey Rufus, hast du vielleicht eine Idee? Nö, nee, da kannst du nur fragen, wer ist der Reislord? Gibt doch keine Leute, die mir irgendwie was in der Richtung sagen. Ich suche immer noch einen verdammten See, wo in dem ich diese Pflanzen Reissamen pflanzen kann. Scavenger. Gute Nacht.
Blutfliege. Hallo, Schätzelein. Bisschen Lebenserfahrung. Ja, was heißt hier Lebenserfahrung? Ein bisschen Erfahrung mitnehmen. Du müsstest mich jetzt eigentlich angreifen. Man kann sagen, greif mich da jetzt an. Kann ich auch. Aua. Ich hatte erstmal Barbarenfaust. Ja, das ist eine schöne Axt, aber die Einhandwaffe ist immer noch stärker. Also was heißt stärker, die schneller. Ja, du greifst mich ja in so ein. Komm her. Brauchst du nicht. Ach so. Erstmal töten. Ja, wir haben jetzt übrigens die Axt, die Gorn auch hat. Weil Gorn hat auch eine Barbar. Du willst mich tatsächlich angreifen, obwohl ich dich gerade eben schon besiegt habe. Okay. Jetzt bist du wirklich tot. So. Der Goblin ist wahrscheinlich auch wieder da. Ihr spawnt mir ein bisschen zu oft, würde ich sagen. Normalerweise reicht es, wenn man euch das zweite Mal tötet, dann kommt ihr eigentlich nicht wieder. Ja, der Lurker, die Lurker und Waran sind aber schon wieder da drüben. Ja, Morat sehe ich schon wieder. Scavenger. Wahrscheinlich schildert der Snapper auch wieder da oben. Da ist der Schattenläufer. Hallo Schätzelein, kommen Sie mal her. Ich brauche dich, ich brauche dein Horn. Bah. Komm her, Miezekatze, du musst sterben. Dankeschön. Wunderbar. Miezekatze tot. Ja, der Snapper ist wieder da. Gut, das war der Schattenläufer. Jetzt holen wir uns den Troll. Dann holen wir uns die Feuerbarane. Dann können wir noch ein paar Schattenläufer töten. Ihr habt mich heute echt lieb, ne? Dass sie mir alle aufs Leben aus sind, ne? Aber wir kommen ja gut voran. So nicht. So. Lass mich raten. Wollte gerade sagen. Bin schon gewundert. Wo sind die Snapper? Die müssen doch wieder was. Warte. Du bist raus? Okay. Ich bin da mal raus für heute. Ich wünsche noch ein angenehmes Stream. Ich wünsche später eine gute Nacht. Man sieht sich beim nächsten Mal mit Sicherheit. Ciao. Ja, ciao, mein Lieber. Ich wünsche dir auch eine gute Nacht und bis dahin. Ja, wir sehen uns mit Sicherheit. Ne, weiß ja Bescheid, wann ich streame, wie ich streame. Und sollte ich mal außerhalb meiner normal gewohnten Zeiten streamen, kommst du das ja auch mit. Kriegst ja eine Benachrichtigung. So. Oh, ja. Das kann jetzt dauern, bis der Troll tot ist. Der 1300 Lebenspunkte und wir ziehen ihm rund 20 ab. Manchmal mal 60. Ja. Na komm. Geht doch. Jetzt ist er tot. Wunderbar. Perfekt. Das war der Troll. Vollhauer haben wir damit. Brauchen wir nur einen. Darum gibt es ja auch nur einen Troll, den wir hier noch besiegen können. Gibt einen zweiten.
Im ganzen gesamten Spiel gibt es 3 Trolle, die man töten muss. Ein jungen Troll und 2 normale Trolle. So. Die Brückenwachen werden uns gleich angreifen. Es ist mir aber egal. Wir kriegen auf die Fresse und tschüss. Jetzt musst du dran glauben, genau. Ich glaube, ihr seid damit gemeint, dass ihr dran glauben müsst. So. Zack, 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 zack. Wunderbar. Da ist der gute Milton. Hallo. Hallo. Okay. Ja, Milton, dass du nichts zu erzählen hast, finde ich schade. Finde ich sehr schade. Ja, ihr rennt weg, ihr habt Angst vor mir, das weiß ich. Ja, du kannst gerne in die nächste Mobgruppe rennen, habe ich kein Problem mit. Dann bist du tot. Ja, der Scavenger greift sich schon an, das war mir klar. Ja. So. Level 24 sind wir mittlerweile. Mal sehr schön. Und haben wir hier normale Warane. Wir brauchen aber keine normalen Warane, wir brauchen Feuerwarane. Dafür gehen wir gleich einmal hier über den See. Heißt über den See, über den Fluss. Und gehen dann Richtung Strand. So, der Snapper ist tot. So. So, perfekt. Ganzen Erfahrungspunkte mitnehmen. Das Fleisch brauche ich nicht mehr. Mich jetzt sowieso nur noch mehr mit Heiltränken. Bevor ich mich das neue Lager zum Feind mache, werde ich mir aber noch ein paar Tränke bei Riordian holen. Das werden wir dann noch eben mal machen. So. Feuerwarane. Wo seid ihr? Da seid ihr doch. Was macht denn da ein Zombie? Okay. Wir holen erstmal die Feuerwarane. Einzeln, bitte. So. Feuerwarane sind miese Gebiet. Nein, jetzt bin ich zurückgelaufen. Kommt er nicht mehr. Mann. Nicht 2. Ah, scheiße. Und doch zu zweit. Okay, 2 Schläge. Dann sind die auch platt. Wunderbar. Perfekt. Oh. Wow, der Zombie ist ratzfatz tot gewesen.
Oh, 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 nein, 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 nein. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Geh weg. Ich muss hier eben weg. Die komplette Gruppe ist nämlich auf mich draufgegangen. Nein, lass mich in Ruhe. Ach Gott, ne. So. Die holen wir uns jetzt noch, aber ich wollte nicht, dass die ganze Gruppe mich angreift. Hatte ich jetzt um gar keine Lust drauf. So, einzeln bitte. Auch wenn ich die mit zwei Schlägen töte, muss nicht die komplette Gruppe auf mich zukommen. Er ist tot. Das meine ich nämlich. Treffen die mich einmal, dann zappel ich da so rum wie so ein... Ja. Dann bin ich eine menschliche Fackel. Ganz einfach ausgesprochen. Und darauf habe ich keine Lust. So. So, perfekt. Das war Nummer 2. So. Ich will gar nicht wissen, wie der Endkampf aussehen wird. Weil, wir kriegen allein von den Feuerwehrern schon extrem viel Schaden. Und, boah, Kalaum kommt mit Pyrokinese. Sehr schön. Damit habe ich schon mal die Feuerwehrer ausgeschaltet. Da gibt es ein paar rostige Schwerter. Gut. Gut, so. Dann greifen, holen wir uns jetzt noch ein paar Schattenläufer und dann. Müssten jetzt eigentlich zwei Stück hier sein. Einer hier unten in der Schlucht, noch einer oben. Dann haben wir ja schon auch in mir auf. Und dann holen wir uns Sumpfeier. Voll haben wir ja schon. Und dann haben wir alles. Machen wir den Wolf hier. So. Wer kämpft denn hier? Sagen, da ist der Schatten. Wer kämpft denn hier? Wenn hier jemand Prügel austeilt, bin ich da. Okay, Gardisten haben gegen Wölfe verloren. Bitte was? Dann soll es so sein. Willkommen bei der Miliz. Dankeschön für deinen Follow. Geh zu Pack und hole deine Ausrüstung und trete deinen Dienst an, mein lieber Freund.
So, wir holen uns jetzt erstmal den Schattenläufer. Komm her, Schätzelein. Und gute Nacht. Geh in Belias rein. Octay the Chef. Wie möchtest du genannt werden? Octay oder Chef? The Chef. Kann ich auch Octay nennen? Erstmal Hallöchen. Schön, dass du einschaltest. Zu dieser späten Stunde noch. Octay nur. Okay, dann mache ich das. So. Wir holen uns jetzt noch den zweiten Schattenläufer, der da oben sich noch befindet. Dabei tötet man noch in den Morret hier. Hier sind auch noch. Ja, jetzt stehen erstmal zwei Schattenläufer. Warum nicht? Kann man ja machen. Sind ja sowieso nicht schwer zu töten, die Viecher. Aber gibt auch nicht Erfahrungspunkte, also warum nicht? So. So. Ja, lieber Octay, haben Sie denn, schon mal Gothic gespielt? Oder? Kennst du dieses Spiel überhaupt? Weiß? Gibt ja, hat ja schon Zuschauer, die Gothic überhaupt nicht kennt. Ne? Deswegen. So. Auf zu den Sumpfreien. Warte mal, könnten wir unseren verrückten Guru nicht fragen, ob er die Dinger einpflanzen will? Aber nee, jetzt ist er wieder im Sumpflager. Ich weiß immer noch nicht, wo ich den verdammten Samen hinpflanzen soll. Da bin ich echt keinen blassen Schimmer. Die sollen bei einem See. Wie kann man in einen See pflanzen? Hab das Spiel noch nie gesehen. Worum geht das? Hallo BNJ. Nein. Dieses nette Spiel ist Gothic. Es ist 23 Jahre alt. Wir sind ein Held. Ein namenloser Held. Es gibt nämlich keinen Namen für diesen Helden. Er wurde in eine Minenkolonie geschmissen, die von einer Barriere umgeben ist. In der man hineinkommt, aber nicht wieder hinaus. Diese Minenkolonie ist eine Gefängniskolonie. Also hier sind nur Sträflinge drin. In diesem Gefängniskolonie haben sich drei Lager gebildet. Der König hat keinerlei Kontrolle mehr über das Gebiet. Die Magier, die die Barriere erschaffen haben, sind ebenfalls mit in der Barriere eingeschlossen. Und wir haben einfach das Ziel auszubrechen und dabei erfahren wir, dass die Barriere von einem Erzdämon kontrolliert wird. Ja. Und diesen Erzdämon müssen wir dann später halt verbannen. Besiegen können wir nicht, wir können ihn nur verbannen. Und wir haben uns in diesem Spiel kannst du dich einem der drei Lager anschließen. Ich habe mich dem neuen Lager angeschlossen. Die bestehen hauptsächlich aus Banditen und Söldnern. Die Söldner arbeiten für die Wassermagier. Das alte Lager ist das größte Lager. Das ist in der Mitte der Kolonie. Das ist zurzeit momentan zu, da die Feuermagier getötet worden sind, da die Mine vom alten Lager eingestürzt ist und die Erzbarone, die Führer des alten Lagers, einfach mal gesagt haben, wir müssen jetzt die Mine des neuen Lagers angreifen und dabei haben die Feuermagier nicht mitgespielt. Und dann haben wir noch das dritte Lager, das sind die sie nennen sich die Bruderschaft des Schläfers, weil die lieben Leute nicht wissen, dass der Schläfer ein Erzdämon ist. Und der Anführer hat schon mit dem Schläfer in Kontakt getreten und hat von dem Vision bekommen und er sollte in den Sumpf gehen und dadurch ist dieses Lager entstanden, wo leider in dieser Mod die Texturen fehlen. Die Bodentexturen tatsächlich. Normalerweise ist hier alles voller Gras. Es soll Gras darstellen oder halt sumpfiges Gebiet. Und wir sind jetzt gerade dabei, uns Zugang zu verschaffen zum Orkgebiet. Weil der Tempel des Schläfers ist im Orkgebiet. Und
Damit die Orks uns nicht angreifen, müssen wir uns eine Ork-Standarte bauen lassen von einem Ork, der Sklave in der freien Mine, also der Mine des neuen Lagers. Und der möchte von uns ein Horn eines Schattenläufers, Zähne von Sumpfein, die wir uns jetzt holen. Dann noch das Horn eines Trolls, den Troll haben wir auch schon besiegt. Und die Zungen von Feuerwaranen, weil diese Warane Feuer spucken. Und das ist eine Mod, das ist nicht das, Hauptspiel ein bisschen verändert. Es ist basiert auf das Hauptspiel, es hat nur ein paar Kleinigkeiten verändert. Und komischerweise ist die Bodentextur des Sumpflagers nicht vorhanden. So. Und jetzt müssen wir diese Sumpfhaie jagen, damit wir die Zähne kriegen. Und jeder Sumpfhaie gibt uns 3 Zähne. Ich weiß gar nicht, wie viel brauchen. 6. Also viel, für eigentlich bräuchten wir gar nicht so viele Sumpfhaie jagen, aber die bringen halt gute Erfahrungspunkte. Also warum sollte man das nicht tun? Wo kommst du denn jetzt weg? Ein Zombie. Finde ich toll. Man merkt richtig, wie du das Spiel liebst. Ja, ich liebe dieses Spiel auch, weil wenn man meinen YouTube-Kanal sieht, ich bin jetzt gerade beim dritten Teil bei, habe den ersten und zweiten schon durch. Da habe ich komplett das Standardspiel nur halt mit ein paar Grafikmods gespielt. Und jetzt habe ich mir halt vorgenommen, dass ich so ja auf Twitch so die ganzen Mods hier einmal durchgehe, die das Spiel verändern. Es gibt ja auch teilweise Mods, die eine komplett neue Geschichte. Wo kommen die ganzen Zombies weg? Jetzt sterben wir kleinen Zombies. Und warum bin ich hier fast tot? Hätte ich das nicht gemerkt, dann wäre ich gleich tot gewesen. Ja. So, Sumpfhaifutter. Genau, wir werden Sumpfhaifutter. Ganz einfache Geschichte. So, haben wir uns jetzt die restlichen Sumpfhaie hier. Damit wir hier Stufe 25 sind wir schon, haben 36 Lernpunkte. Können wir uns erstmal gleich 10 Stärkepunkte uns holen. Das ist gar nicht so schlecht. Dann haben wir nämlich keine Probleme später. Maximale Stärke, die wir lernen können, sind 100 Stärkepunkte. Wir besitzen gerade 60 oder kurz vor 60. Hm. Da ist der nächste Zombie. Alter, willst du mich verarschen? Dann hat er auch noch so Durchschlagskraft wahrscheinlich. Meine dann Güte. Soll es so sein. Willkommen bei der Miliz. Dankeschön für dein Follow, mein lieber Freund. Gehe zu Pack, hole deine Ausrüstung und trete deinen Dienst an. Und geh auf Patrouille, so wie es für die Miliz sich gehört. Wer Gothic 2 spielt, weiß fast, dass die Miliz nichts anderes macht, außer patrouillieren und Bier trinken. Oder, was er sagt, hol dir dein Bier ab. Hol dir dein Freibier beim Freibierstand ab, wo gut ist. Die Paladine bezahlen sowieso alles. Aua! Verdammte Sumpfhaie! Müsst ihr mich so beißen? Alter, das haben die Hammer eine Durchschlagskraft. Hm, Blutflieger. Schön, dass es. Ja, dann wünsche ich dir eine gute Nacht. Nochmal danke für dein Follow. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen weitermachen. Und sehr gerne, wenn du diesen Stream gerne nachschauen möchtest, der wird auf YouTube ebenfalls veröffentlicht, so nicht. Und ja, würde mich freuen, wenn du mir mal wieder vorbeischaust. Und ja, gute Nacht und bis zum nächsten Mal. So, Blutfliegen schnitzeln. Konnten wir letztes Mal nicht so schnitzeln, weil sie ja ständig bei dem Blut, bei den Sumpfhaien rumgeflogen sind. Da waren wir noch nicht bereit für die Sumpfhaie, aber jetzt sind wir bereit für die Sumpfhaie und deswegen werden diese Sumpfhaie jetzt ausgeräuchert.
Hallo. Ja, geben mir auch schöne 400 Erfahrungspunkte. So, und ich glaube, das ist auch schon der letzte Sonnenfall, den wir hier haben. Und da hinten sind Zombies. Warum sind hier Zombies, verdammt nochmal? Kann mir das mal einer erzählen? So, jetzt haben wir aber eigentlich alle Sumpfeier erledigt. Da ist so eine Truhe, ja, von dem ehemaligen Bewohner. Ja, wir haben alle Sumpfeier erledigt. Wunderbar. So, halbe Stunde noch mal, liebe Freunde, dann gehe ich denn auch mal in die Kuhe. Ja, ist 2 Uhr. Sollte nur langsam ins Bett gehen. Hey, Balor. Das ist auch nochmal das Kraut von Kork verloren. Ja gut, das kann man jetzt die ganze Zeit, glaube ich, ein paar Mal machen. Hallo, Baal Netbeck. Ah. Hey, geht's dir gut? Hey, geht's dir gut? Pass auf, dass du meine Bäume nicht verletzt. Ja, ist ja in Ordnung. Ich verletze deine Bäume ja schon nicht. Bin ja schon vorsichtig. So, geht er hoch. So, Sumpffeier sind erledigt, Feuerwaren sind erledigt, Schattenläufer sind erledigt und Troll ist erledigt. Das heißt, finden wir sonst noch irgendwo Schattenläufer? Lass mich kurz überlegen. Sonst gibt es eigentlich keine Schattenläufer mehr. Aber dennoch, ich glaube, ich werde mich mal schlau machen, wo ich ich muss zur freien Mine, das heißt, wir holen uns jetzt das Unumulu und dann holen wir uns die Minecrawler Rüstung und dann gehen wir auch schon Richtung Lefertempel. Das ist sehr gut. Wir kommen immer schneller dem Ende entgegen. Wir sind am Level 36 Lernpunkte. Die sollten wir jetzt auch endlich mal ausgeben. Komm. Wir holen uns jetzt hier 30. Geben jetzt 30 Punkte in Stärke an. Hey Lee. Hi. Hey Cheffe. Cheffe, trainier mich mal bitte. Kannst du mir. Ich kann dir. So. Ich möchte gerne geschickt lernen. Ja. Wusste ich doch, dass er jetzt bei 60 auf 20 Lernpunkte hochgeht. Gut. Dann müssen wir halt 35 Punkte ausgeben. Gut, dann haben wir jetzt 69 Stärke trainiert. Und haben durch unsere Talismaner extra Training haben wir jetzt genau 114 Stärke. Das ist schon mal sehr gut. Und solange wir nicht in den Schläfertempel. Es gibt nur ein Einhandschwert, was noch besser ist als das Berserkerwort. Aber die Barbarenfaust gibt uns 98 Schaden. Wir gehen jetzt auf, wir gehen jetzt auf Zweihand. Ist mir egal, wir gehen jetzt auf Zweihand. Das Ulumulu ist auch Zweihand, also. Wir gehen jetzt auf Zweihand. Immer ein bisschen langsamer, aber das kriegen wir hin. Aber wir müssen jetzt auf 2 gewinnen. Weil sonst mit dem Einhandschwert mit 66. In Gothic 2 kann man das machen. In Gothic 2 kann man dauerhaft Einhand nehmen. Bis zum Schluss. Du machst immer noch genug Schaden.
Aber in Gothic 1 musst du tatsächlich im späteren Verlauf des Spiels auf die Zweihand gehen. Weil du machst einfach keinen irgendwann. Du machst zwar noch Schaden, was ihr auch seht, aber manche Tiere muss man dann immer noch mit zwei Schlägen treffen. Und das ist halt kostspielig. Und triffst du einmal mit dem Zweihand, mit einer Zweihandachse und tschüss. Oh, jetzt sind wir, haben wir die Barbarenfaust jetzt genommen und gut ist. Macht 98 Schaden bei, was habe ich gesagt, bei 76 Stärke, ne? Wir haben 114 Stärke. Das ist nochmal ein schönes schöner Multiplikator da. Siehst du, jetzt ist hier, wenn man nie Bescheid sagt, dass hier, dann sind auch die neuen Söldner dann wieder stationiert. Und haben die ganzen Leichen wurden auch schon weg. Ja gut, die habe ich gelootet, die werden dann automatisch weggegangen. So, wir müssen wieder in die Mine. Wir müssen ja dem Tarok die Sachen geben. So. Ja, die Butler leben noch. Die könnte von den neuen Schöpfer sein. Hm? Haben ja alle Schöpfer getötet, also. Können die Butler jetzt die Aufgaben der Schöpfer übernehmen und erstmal hier für die Wassermagier buddeln. Warum habe ich die auch leben lassen? Weil die können. Und die Schatten können sowieso nichts gegen Gardisten, was da heißt Gardisten, gegen Söldner ausrichten. Die haben sowieso Schiss. Lass sie da unten chillen. Die Gardisten sind tot. Und vor der Mine sind sowieso alles Söldner. Also die Schatten müssen überlaufen, so oder so. Hallo Tarok, mein Freund. Ich habe die Sachen, die du brauchst. Ich habe alle Teile für das Ulumulu zusammen. Fremder sei ein starker Krieger. Geben Teile. Tarok machen Ulumulu. Wunderbar. Fremder tragen Ulumulu mit Stolz. Tarok jetzt schlafen. Ja, gute Nacht, mein Freund. So, wir haben einen Stufenaufstieg und haben das Ulumulu. Was ist es? Macht keinen Schaden. Es soll ja auch nur eine Standarte sein. Damit können wir jetzt Orkgebiet und die Orks greifen uns nicht an. Alle Orks greifen uns nicht an. Auch die Orks, die wir noch nicht besiegt haben, greifen uns nicht an. Erst wenn wir sie angreifen, greifen die uns an. So. So, der gute Wolf müsste uns jetzt eigentlich die Rüstung geben. So, Stärke können wir jetzt erst alle zwei Level Aufstiege wieder Stärke lernen, weil wir müssen jetzt 20 Lernpunkte ausgeben für 5 Stärke, Alter. Wir können auch gerne zweimal 4 Punkte ausgeben, um Stärke zu trainieren, aber nee, wir haben sowieso noch ein paar. Wir haben ja jetzt 114. So nicht. Wenn das alte Lager werden wir auch noch ausräumen, so nicht. Da werden wir auch richtig Spaß haben. Komplette alte Lager auseinanderzunehmen. Damit wir die beste Rüstung bekommen. Eine interessante Ork-Standarte, die du da hast. Stammt sie von dem befreiten Orks? Ja, Marcel, ich weiß das. Das ist ein orkisches Symbol für Freundschaft. Das ist traurig eigentlich. Statt der Orks betreten. Ja gut, Sam ist aber am Schlafen. Der hat ja Schwischig. Der muss ja morgens arbeiten. Aber der Nick, der chillt ja eigentlich da drüben. Der könnte ja eigentlich, so. Kapitel 5. Die Hüter des Portals.
Aber ja. Aber wenn es dann läuft, dann kommen sie, ja? Wahrscheinlich. Ja, was, wenn Sam wach ist, würde er, glaube ich, auch da sein und seine Modpflicht machen. Wenn er mitkriegen würde, dass ich streame. Das kann ich mir schon vorstellen. Aber wie gesagt, der schläft schon. Aber wie gesagt, nickt er. Keine Ahnung. Wie gesagt, er kann ja gerne in Discord chillen. Ne? Aber ich habe ihn ja nicht umsonst zum Mod gemacht. Er weiß, wann ich streame. Richtig, da hast du recht. Falls ihr euch wundert, mein Mod schreibt mir gerade privat über WhatsApp und das kann ich ja sehen. Ihr hört's ja. So, was haben wir hier? Nichts. Hä? Sind da Söldner? Warum werden wir da... Achso, sind... Nee. Da werden mir Leute angezeigt. Da unterm Boden. Okay. Ich frage mich immer noch, wo der Jäger ist. Hätte ihn echt mal verfolgen müssen. Um zu wissen, wo der hingeht. So, genau, Wolf. Ich brauche die Minecrawler-Rüstung. Ich gehe nicht mit dieser normalen Rüstung in den Schläfertempel. Das kannst du vergessen. Das ist riskant. Hey du. Wie weit bist Jawohl. Du? Ich habe endlich einen Weg gefunden, diese üblen Panzerplatten aneinander zu befestigen. Das heißt, die Rüstung ist fertig. Ja, Mann. Hier ist sie. Scheint tatsächlich noch härter zu sein als alles, was in unserem Lager so getragen wird. Wunderbar. Danke. Du hast was gut bei mir. Ach, ist schon in Ordnung. Ich komme schon auf meine Kosten. Ja. Handelst du noch mit? Ich kaufe. Und du hast wieder 2000 Erz, deswegen kann ich hier Sachen verkaufen. Alles, was ich hier nicht brauche, kommt jetzt weg. Unumunu behalte ich. Den Götterhammer behalte ich auch noch. Silas Axt kann weg. Das Berserkerwort kann weg. So. Gut. Okay. Jetzt habe ich tatsächlich schon zu viel. Ich kann nur 2000. Warum sagt mir das denn keiner? Was haben wir denn hier? Oh, 2200. Ah, da. Okay. So. Haben wir noch ein bisschen Erz mitgenommen. So, jetzt ist Kapitel 5. Kronos, du hast doch bestimmt was für mich. Ich möchte... Du hast da bestimmt noch Stärkung Geschicklichkeitsbonus. Ring der Macht, ja. Ring der Magie, Ring der Gewandtheit, Ring der Geschicklichkeit. Ja gut, Ring der Macht, das markiert Stärke und Geschicklichkeitsbonus, aber wir haben zwei Ringe der Stärke. Und die geben mir 10 Stärke, deswegen ja, brauche ich das nicht. Es wird schon wieder dunkel. Ja, wir haben ja jetzt hier die Minecrawler-Rüstung. Das ist wirklich nicht mein Problem. Die schöne Minecrawler-Rüstung. Guckt sie euch doch mal an. Richtig schön weiß. So. Gut. Es wird schon wieder dunkel. Ich möchte nicht viel bis hier im Dunkeln zu einem Ort laufen. Ist nicht so besonders. So. Deswegen gehen wir jetzt erstmal eine Runde schlafen.
und frisch ausgeruht um nächsten Morgen. Wo gehen wir dann zum Schläfertempel? Und ich glaube, wenn wir da ankommen, ist die Folge vorbei. Weil wir können uns jetzt nicht. Wir können jetzt ja schon mal hier. Ups, Waffe. Wir nehmen das Ulumulu schon mal. Und können von hier aus dann direkt ins Ork-Gebiet laufen. Müssen wir nur auf die Ork-Hunde und Beißer achten. Denn, ja, die Ork-Hunde und Beißer greifen uns natürlich an. So. Aber ich werd, glaube ich, mal nachschauen, wo, welcher See man das. Weil ich habe jetzt alles abgeklappert und unser Charakter hat nicht darauf reagiert. Normalerweise hast du ja so einen Spruch so, dieser See sieht interessant aus. Dann weißt du ganz genau, aha, hier kannst du, wir setzen mal die Barbarenfaust wieder auf, weil wir haben hier Snapper, mit Sicherheit, warten Snapper auf uns. Doch nicht. Okay. Ist der Bluthund zurückgespawnt? Nö. Okay. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Ja. So. Aber wir müssen wirklich das Ulumulu dann auch eben einmal umlegen, weil sonst werden wir gleich von den Kriegern angegriffen und das wirklich angegriffen. So. Immer hier durch. Ah, jetzt ist der Schattenläufer hier, von dem ich letztes Mal geredet habe. Komm mal. So. Da sind Beißer. Wir nehmen zwar schon mal das Ulumulu, weil da hinten Orks sind. Beißer müssten wir dennoch. Die machen wir dennoch mit One-Hit. So. Hallo. Danke. So, jetzt könnt ihr das sehen, was Ulumulu macht. Nämlich, die Orks reagieren gar nicht auf uns. Hallo! Schön, dass ihr da seid. Na, wie geht's euch? Geht's euch gut? Das ist schön. Das freut mich. Ja, aber die Ork-Hunde, die reagieren auf uns. Deswegen muss ich jetzt mal hier hoch. Normalerweise gibt's nämlich hier immer was. Sag ich ja. Normalerweise gibt es hier immer was. Wie gesagt, auf die Ork-Hunde müssen wir halt nur aufpassen. Und auf die Beißer und so. Aber sonst. Einen Bogen, einen Weidenbogen. Der ist stärker wie unser jetziger Bogen. Also nehmen wir den auch mit. Und wir können ihn auch tragen, weil wir das Geschick dafür auch haben. Wir haben 24 Geschick und können tatsächlich den Weidenbogen tragen. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir den doch tragen können. Der braucht genau 24 Geschick. Ja, nee, ist klar. So. Ork-Hunde müsste eigentlich auf uns reagieren. Ja genau, was hast du da? Ja, die Ork-Hunde reagieren auf uns. Ich will aber gar nicht da so. Ja, das ist so eine Horde. Ich bin so lauter Horden von Ork-Hunden. Was? Was greift ihr da an?
Kratzt. Ah, Orkhunde! Heißer! Hier, Urschlag. Hey Urschlag, wo willst du hin? Urschlag redet lang nicht mit uns, deswegen. Deswegen müssen wir jetzt mal kurz eben weglaufen, damit er sich wieder vernünftig dahin spawnt. Also noch Feuerwarane. Weil er läuft ja. Ja, jetzt hat er sich ja vernünftig wieder hingespawnt. Gut. Weil wir können nochmal eben mit Urschlag reden. Urschlag grüßen, Freund. Ihr sollt nicht knutschen, Alter. Sein Gut, Freund, nicht vergessen. Tragen Uno Mono in Hand, wenn gehen über Brücke. Wie geht es dir, mein Freund? Urschlag sein gesund. Urschlag suchen. Sieht ulkig aus. Vielleicht Urschlag gen Heimat mit eigenes Ulumulu. Freund kommen, wenn brauchen Hilfe. Pass auf dich auf. Was machst du hier so nah am Dorf? Urschlag beobachten Brüder in Heimat. Urschlag glauben, Kruschlag bald aufwachen. Urschlag hier warten und kämpfen gegen Kruschlag, wenn er wacht. Der Schläfer wird bald erwachen? Ich hoffe, du liegst falsch. Bei allem, was ich bisher über diesen Erzdämon gehört habe, ist er mir schlafend bedeutend lieber. Ja. Bei unserem letzten Treffen erzähltest du, dass deine Brüder den Tempel verschlossen haben. Brüder von Urschlag haben verschlossen Tempel in Erde. Sehr gut. Freund nicht können gehen hinein. Freund müssen benutzen Zauber von Brüder, die seien Söhne von Geist wie Urschlag. Wo finde ich diesen Zauber? Müssen gehen in Höhle von Brüdern. Die seien Söhne von Geist wie Urschlag. Ach nie. Aber Freunde müssen aufpassen, wenn benutzen Zauber. Ja. Brüder von Urschlag nicht mögen. Ulu Mulu nicht helfen, wenn Freund benutzen Zauber. Ja, das ist klar. Freund müssen nehmen Figur von große Säule. Figur öffnen Tor zu Tempelhalle. Ja. Das sind die zwei Möglichkeiten. Entweder teleportiert man sich rein oder man nimmt diese Dings raus. So, meine Freunde, wir speichern aber nochmal kurz. So. Und ja, gehen dann rein. Hallo, meine Freunde. Na, wie geht's euch? Seid ihr tolle Orks? Ja, ich weiß, ihr seid super Orks, ne? So. Macht mal wieder das Tor auf, damit ich da rein kann. Bin ja hier euer Best Friend, ne? Deswegen darf ich das auch machen. Hier tanzen ein paar Orks. Sehr schön. Das ist die Orkstadt, meine lieben Freunde. So. Jetzt gehen wir erstmal in die Höhle von den Orks. Hallo. Warum machen wir jetzt... Haben wir da jetzt eine Kollision? So, du kannst. Wir gehen jetzt erstmal hier rein. Und nehmen erstmal alles mit, was geht. So. Verwandlung Orkund. Okay. Kann man machen. Ja, Münzen. Warum habt ihr Münzen hier? So. Da, nee. Da. Orkische Teleportzauber haben wir da schon gefunden. Das ist den, den wir brauchen. Schon mal sehr schön. Wir haben noch ein paar andere schöne Sachen bekommen. Und, ja. So, da sind Söhne von Geist. Da sind die fünf Nachfolger der fünf Schamanen, die den Schläfer beschworen haben. Ja, ihr seid fünf Schamanen. Ja, ich weiß, was die Orkschamanen heißt. Auch die nicht. Die haben leider keine Namen.
Ja, ich brauche mir nicht hinterherlaufen. Hol mir trotzdem eure Sachen. Ist mir scheißegal. Jetzt hier kommen wir zu dem Gitter. Müsste das eigentlich scannen, ne? Wo wir gerade drunter gelaufen sind. Ich weiß gar nicht, ob wir hier noch was finden. Ja, hier, der hat hier, gibt es noch eine. Gibt es doch Schwerter. Nämlich das Rachestahl. Hier gibt es nichts. Das sieht nämlich schon ziemlich nach Ruizil aus, das Rachestahl, aber ist noch nicht Ruizil. Aber die Barbarenfaust, die habe ich. Ja, das ist hier. Unter dem Gitter. Sehr schön. Okay, meine Freunde. Dann gehen wir Richtung Tempel. Also wir nehmen jetzt, gehen jetzt Richtung Tempel. Werden uns jetzt hier an die ganz Gitter stellen, den Zauber aktivieren, benutzen und dann sind wir hinterm Gitter. Und dann laufen wir in den Schläfertempel. Und dann werde ich den Stream für heute beenden. Ja. Ne? So, da ist das Gitter, da geht es zum Schläfertempel. Orkischer Teleportzauber, einmal 6. Einmal benutzen. Und ein Schamane hat es mitgekriegt. Ein Schamane hat es mitgekriegt. So. Wir speichern nochmal, weil wir haben. Es gibt gerne Probleme mit dem Schläfertempel. Ne? Da ich das weiß. Nehmen wir jetzt einmal die Axt wieder in die Hand, gehen in den Schläfertempel. Und dann, neues Ereignis, neues Tagebuch. Wunderbar. So, hier, rotes Erz. Hier gibt es tatsächlich rotes Erz, meine lieben Freunde. Ja, so. Meine Freunde, wunderbar, das läuft ja. Wir sind im Schläfertempel angekommen. Haben die Minecrawler-Rüstung. Und werden uns dann beim nächsten Mal, nächste Woche Donnerstag, haben wir. Nee, halt, stopp, nächste Woche Donnerstag bin ich gar nicht da. Da muss ich leider den Stream verschieben, weil da bin ich an der NOS tatsächlich. Dann werden wir uns. Vielleicht werde ich. Gut. Gothic ist nun mal donnerstags. Das werde ich auch so beibehalten, aber vielleicht werde ich mit einem anderen Spiel nämlich nochmal online sein nächste Woche. Wenn wir Frühschicht haben. Vielleicht am Wochenende auch nochmal live sein. Ja, aber Donnerstag fällt nächste Woche tatsächlich aus, weil ich nicht da bin. Also nächste Woche leider kein Gothic. Eine Woche mal pausieren. Ja, auf YouTube könnt ihr mal gerne weiter reinschauen. Aber wir werden jetzt erstmal speichern. Und dann werde ich mich erstmal bei den Leuten, die das Video, dieses Video hier auf YouTube sehen, verabschieden. Also meine Freunde, wenn es euch gefallen hat, lasst euch gerne einen Kommentar oder eine Bewertung da. Würde ich mich natürlich sehr freuen, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit einschaltet. Und jetzt gerne könnt ihr gerne auf dieser Seite euch die Playlist euch anschauen zu Gothic Novus. Hier über mir seht ihr mein letztes aktuellstes Video, das gerade online gekommen ist. Und ja, ich verabschiede mich und wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend oder Nacht, je nachdem, wann ihr das Video hier schaut. Und bis dahin sagt ihr Schüttle, haut rein, ich bin Herz und bis dann.